Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem HSV, Trainerkarriere mit dem HSV, sowas. Ich bin heute viel zu spät dran, wir haben es 18.16 Uhr, um 18 Uhr sollte das Video eigentlich online gehen. Das Spiel HSV gegen Wolfsburg, das wir heute spielen, ist schon rum, es ging 0:0 aus. Ich bin mal gespannt, ob wir das besser hinkriegen als der echte HSV. Und jetzt an dieser Stelle noch einmal die Frage, soll ich den Schwierigkeitsgrad hochstellen von dem Spiel? Wir sind haben mit Abstand die stärkste Offensive. Wir schauen mal kurz. 43 Tore. Das zweitbeste Team hat 23 Tore. Heißt 20 Tore mehr geschossen. Immer gerade 14 Spielen. Die Gegentreffer sind halt das Problem, ne? Wir haben die drittschlechteste Defensive. Nee, warte, was? Wir haben mit die schlechteste Defensive der Liga. Nee, die zweitschlechteste. Sorry, Hannover hat 27 Tore kassiert. Zweitschlechteste Defensive der Liga. Das ist ja die Frage, was sollen wir machen? Wenn wir den Schwierigkeitsgrad hochstellen, werden wir weniger Tore schießen und deutlich mehr kassieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir es so lassen, dann wird es vermutlich ein langweiliges Let's Play, wo wir die ganze Zeit auf Platz 1 rumdümpeln. Also, schreibt mal bitte in die Kommentare, soll ich den Schwierigkeitsgrad so lassen oder sollen wir ihn weiter hochstellen? Ja, wir sind tatsächlich momentan auf Tabellenplatz 1. Verwunderlich, aber okay. Und ich würde sagen, wir starten aber direkt rein ins Spiel gegen Wolfsburg. Ich habe davon jetzt nicht sonderlich viel mitbekommen, aber wie gesagt, es ging halt 0:0 aus. Immerhin mal wieder keine Niederlage für den HSV. Und ja, Nicolai Müller darf sich, glaube ich, an Freistößen probieren. Nee. Der darf sich erstmal an Dribbling probieren. Warte. Zack, easy going. Okay. Na, scheiß drauf. Wir gehen rein ins Spiel. Hier sehen wir Luis Holtby, der ist momentan gut drauf. Oder ist es André Hahn? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir spielen im Schnee. Pop, unser Sponsor hier, genauso Flying Emirates. Und wir starten rein ins Nordderby gegen den VfL Wolfsburg. Wir lassen nochmal wieder Arp spielen. Ja, gefühlt läuft es nicht in smoothen 60 Frames hier längs. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Okay, schöner Pass. Ja. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den Treffer. Also gefühlt läuft das Spiel gerade nicht wirklich smooth. Aber wer weiß, vielleicht irre ich mich. Na, ja, da wollen wir es zu schön machen. Und haben es damit hergeschenkt. Ich denke, ich hätte mit Hahn abschließen können und dann hätte es gepasst. Super dazwischen gegangen. Boah, was war das denn für ein Pass, Alter? Ja, klar. War ein ordentliches Tackling, merke ich mir. Ja, 43 Tore, hier wird es uns nochmal aufgezeigt. Gefährlichster Sturm der Liga. Matenia, keine große Herausforderung der Schuss. Kann ihn sogar festhalten. So. Müller, auf der Außenseite gegen Brooks. Den kennen wir aus unserer Nationalmannschaft. Müller hatte allerdings das Nachsehen. Oh, Santos. Santos auf der Außenbahn. Ist da schneller als der Außenverteidiger. Flanke kommt rein, aber Grün im Tor. Hat den sicher. Jetzt ist Platz für den Konter. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. André Hahn. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, da kam ich nicht mehr zum Pass. Da reagiert er recht entspannt, der Torwart. Und jetzt gehen Sie über die Flügel. Den wollte er lang spielen, aber jetzt ist er weg.
Ja, Müller. Schöner Einsatz von Wallacy. Hahn. Jetzt auf der Außenbahn. Gegen Gerhard. Müller. Als ob die sich da so zwischenstellen. Und wir holen einen Einwurf raus. Oh lol. Alles klar. Diekmeier zu Holpi, der zu Arp, der zu Hahn. Arp zu Santos, der zu Kostic, der zu Holpi, der zu Arp. Der bleibt mit der Flanke hängen. Und ist auch nicht schnell genug, um da mitzuhalten. Ein Abschluss von Arp, allerdings nicht gefährlich genug. Das war kein Problem für Grün. Santos. Okay. Ja. Schöner Pass zu Kostic, der jetzt auf der Außenbahn mit Tempo. Schneller als sein Gegenspieler. Da kommt Müller! Direkt ab nochmal 1 zu 0. Nikolai Müller. War dann vielleicht der Goalie, der Torwart rauskommen sollen. Aber schönes Ding von Nikolai Müller. Ja, da hatte er viel zu viel Platz. Er hatte da einfach viel zu viel Platz. Damit führen wir 1 zu 0. 44. Saisontor vom HSV allgemein. Müller mit weiß ich nicht wie vielen Toren. Einwurf, Wallacy zu Müller. André Hahn. Holpi. Ah, Arp. Wallacy mit dem Kopf. Gefühlt ungewollt. Und doch nicht zu ihm da. Oh, Hahn aus dem Stand. Schöner Save von Grün. Grün vor Papadopoulos dran. Hahn, oh, schon wieder grün. Oh, was? Da pfeifst du mir weg? Come on. Mitten im Angriff. 1 zu 0 steht es nach der ersten Halbzeit. 4 von 4 Schüsse aufs Tor, 49% Ballbesitz, 2 Zweikämpfe, keine Fouls, keine gelben Karten, keine roten Karten, eine Ecke. Passgenauigkeit 88%, besser als der Gegner. Das ist ordentlich. Damit können wir arbeiten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter rein. So, Wallacy zu Müller. Wäre der Schuss nicht am Verteidiger hängen geblieben, der hätte reingehen können. Jetzt könnte
Oh, lol. Wo haut er denen hin, ey? 12 Einsätze für Müller, 3 Tore hat er bisher geschossen. So, André Horn. Was? Wie hat er mir denn da den Ball abgenommen? Ja, warte mal. Diekmeyer jetzt mit einem schönen Einsatz da. Auch noch ordentlich Tempo da. Oh, schöne Grätsche. Arp! Jan Fiete Arp. Steht da sehr gut für diesen Kopfball. Alter Vater. Es war tatsächlich so geplant, dass es so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Okay, das sah merkwürdig aus in der Kamera. Aber Jan Fiete Arp mit seinem nächsten Tor. Ja, damit habe ich gerechnet, dass der Pass kommt. Ja gut. Eigentlich will ich nicht Eckdal für Müller. Na, komm, scheiß drauf. Wir vertrauen mal unserem Assistenztrainer hier. Ja gut, Eckdal. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ein Tap bringt Wolfsburg wieder ran auf ein Tor. Oh, schade. Nein, Arp! Oh. Der Junge muss stärker werden. Aber fast eine gute Ballannahme, Martenia. Kostic. Ganz energisch. Hereingabe. Super Zuspiel. Nee, kein Tor. So close. Super Chance. Da wäre fast das Didavi für Mali. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Hoi. Schauen wir mal, was das wird. Eckdal gewinnt das Kopfballduell da. Arp. Hahn. Arp. Oh. Holtby. Grün mit dem Save. Santos für Sakai. Nein. Also Sakai für Santos. So. Aber nein. How about no? Okay. Von Drongelen. Van Drongelen, ja, sah besser aus als es war. 23 Spielminuten noch. Okay. Oh. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das war einfach. Das war halt echt einfach. So, Holtby. Ist er nicht schnell genug für Camacho? Oh, fuck! Der Pass kommt nicht durch. Ab, bleibt am Verteidiger hängen. Da hat sich jemand, glaube ich, einen Muskel gezerrt oder sowas. Santos gegen Blaschikowski. Schön gestört von Santos. Arp zu Hahn. Eckdal.
das ist kein... Alles klar, das ist kein Elfmeter. Merken wir uns. Jo. War fast gut. Okay, das war jetzt nicht ganz so geplant. Arp hat halt keine Stärke, ey. Der wird einfach weggedrückt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh lol, der hat freie Bahn hier. Hahn. Aber das ist Brooks. Und Brooks hat Speed. Immer der letzte Pass, der nicht ankommt. Alles klar, von Drongel wird einfach mal weggemäht. Wird's jetzt gefährlich. Und direkt zurückgespielt. Schön dazwischen gegangen. Schöner Einsatz von Wallacy. Ja. Der danach nicht mehr stimmt. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch. Oh, ne? Jeffrey Brumer für John Brooks. Verteidiger für Verteidiger. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht Ecke, aber Mario Gomez hat sich da wehgetan. Gute Besserung an dieser Stelle. Hahn setzt sich da durch. Der kommt weit. Kostic kommt nicht an. Oh, der geht gar nicht jetzt aus. Aber trotzdem noch ein Einwurf raus. Albin Ekdal. Hey, den musste ich jetzt nicht verstehen, oder? Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. Super Pass! Das ist nochmal die Chance. Gut zum Ball, Faust in den Weg. Hereingabe kam gut, aber der Ball. Boah, was war das? Willst du mich krank machen, Kollege? Schöner Pass zu Hahn. Nochmal eine Ecke. Ich glaube, wenn der reingeht, dann ist die Sache hier durch. Aber der Torhüter mit einem riesen Reflex verhindert den Treffer. Okay, gut. Die Ecke war fast gut. Aber letztendlich gewinnen wir 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. Wir setzen unsere Siegesserie fort. Können uns an der Tabellenspitze behaupten. Und ja, würde ich sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal, dass wir ein bisschen trainieren. Dass wir, ja. Simulation stoppen, bitte. So. Zeit für ein bisschen Training. Wir wollen trainieren. Shiplock, der steht kurz vor dem Ding ins Kirchen. Macht. Gegen den Torwart leicht. Dann haben wir hier natürlich unseren Schmitz. Schmitz macht abhalten leicht. Dann haben wir. Wen haben wir noch? Ja, komm, Jung. Jung macht mal erweitertes Verteidigen Mittel. Dann in der Innenverteidigung haben wir momentan niemanden, der so wirklich da ist. Diekmeier machen wir weiterhin. Der kriegt essentielle Abwehr leicht. Und dann nehmen wir noch einmal, ja komm, Waldschmied, der Schusswinkel bekommt. Dann simulieren wir alle einmal und hoffen, dass wir ein gutes Ergebnis kriegen. Schiplock mit dem A, Schmitz mit dem D, Diekmeier mit dem D, Jung mit dem B, Waldschmied mit dem A. Ja, die ist in Ordnung soweit, aber halt auch nicht wirklich. Oh Mann, Leute. So, wie geht's denn weiter? Ist am nächsten Wochenende überhaupt noch ein Spieltag? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder haben wir jetzt erstmal Winterpause? Nein, nächste Woche spielen wir nochmal gegen
Borussia Mönchengladbach. Da will jemand was, vermutlich ein Spieler. Geänderter Spieltermin. Hamburg gegen Hannover wurde vom 5. Februar auf den 14. Februar verschoben. Das ist in Ordnung. Und ja, wir gehen weiter zum Spiel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns kommende Woche wieder zum Spiel gegen gegen die Borussia aus Gladbach. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, haut rein, bis die Tage, Leute. Ciao, ciao.